wenn die letzte Mutter stirbt. Wenn die letzte Mutter stirbt, sind wir Mutterseelen allein. In Vätern wurden wir, in Müttern durften wir einst sein. Das Menschenkind erfährt die Zeit erst, wenn sie stille steht. Solange die Psyche sich im Winde weiterdreht, hast du in Gedankenstunden mit Blick zum Zeiger an der Wand den Namen ein Gefühl gefunden, das nicht versteckt ist im Verstand. Der weiß, worum es geht. Der weiß, woran wir sind. An sein Wissen erinnert sich nun keiner mehr, der um Laute bittet, bettelt, fleht. Das Gesprochene ist lange her. Die Mütter der Erinnerung, die uns verließen, löschten die Namen aus, die nicht mehr fühlen hießen. Das Zifferblatt ist leer. Wie sollen Worte diesseits noch vertiefen? Als die Vernunft Gefühle taufte, Vertrauen, Liebe, Treue, Trost, therapierte und verkaufte sie ihren eigenen Mutterschoß und wurde furchtbar prominent, indem sie allem Namen lieh. Sie, die Gefühle nicht mehr kennt. Den Namen, der die Seele meint, deren Licht in Träumen scheint, das Jenseits dir im Diesseits zu erhellen, in einem Augenblick gereihter Ewigkeit. Die Sehnsucht darzustellen, die deinen abgetrennten Teil zum Schrei verbindet, der sich im Sehnen deiner Psyche wiederfindet. Sieh die hinauserkorenen Nomen verloren, verloren auch, was sie benennt, Gefühle selbst vom Fühlen trennt. Was für ein Omen. Was für ein Omen. Zum Tanz der Psyche, die sich irrte, bis der Irrtum selber Psyche hieß, den die Seele erst entwirrte, als die Psyche zu ihr stieß, ist gesprochen und gesungen worden. Wir haben es vernommen. Nun sind wir selber dran. Die Mütter sind gestorben, sprachlos geblieben, wortlos verstanden worden. Ihre Namen sind beschrieben, Gefühle sind darin verborgen.
Bilder zwischen altem Kram vom Lichte nicht verdorben. Nur die Frage ist geblieben, wer wird sich um uns sorgen? Wer wird sich um uns sorgen?